Ja, hallo, ich möchte ein bisschen was erzählen zum Projekt New Park. Das ist ein großes geplantes Gewerbegebiet im nordwestlichen Ruhrgebiet. Die Planungen laufen schon seit etlichen Jahren. Im Laufe dieser Planungszeit ist das Gebiet, was versiegelt werden soll, geschrumpft um etwa 90%. Es sind also noch 10% der ursprünglichen Planung jetzt überhaupt noch im Gespräch. Für dieses Projekt ist eine Landesbürgschaft beantragt worden von 17,5 Millionen Euro. Und es gab eine Expertise, ein Gutachten von PricewaterhouseCoopers angefertigt, die ein negatives Ergebnis hatte. Es wurde gesagt, das würde sich nicht lohnen und nicht rentieren. Also aus wirtschaftlichen Gründen spricht einiges dagegen, das Projekt zu realisieren und mit einer Landesbürgschaft diesem Projekt auf die Beine zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge anderer Gründe, das nicht zu tun. Dieses Gutachten von PricewaterhouseCoopers ist also vom Steuerzahler finanziert. Und wir Piraten sind ja prinzipiell der Meinung, dass derartige Dinge dann auch öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Ich hatte mit dem Minister Dün gesprochen, wie es denn aussieht mit einer eventuellen Veröffentlichung. Und er sagte, es sei schwierig, weil dort auch unternehmensbezogene Daten, die wohl dem Datenschutz dann auch unterliegen, Firmengeheimnisse und so weiter, drinstehen würden. Und als ich ihn fragte, ob man denn vielleicht ein paar Sachen schwärzt oder das ein bisschen umformuliert, sodass nicht mehr sichtbar ist, von wem welche Daten stammen, sagte er, dann würde von dem Gutachten nicht genug übrig bleiben. Es würde sich dann nicht mehr lohnen, das zu veröffentlichen. Ich hatte das dann in der Plenartagung, wo wir am 26. September 2013 auch über dieses Projekt und über die geplante Bürgschaft nochmal gesprochen haben im Landtag. Auch nochmal erwähnt, dieses kurze Gespräch mit dem Minister, das einen Tag vorher stattgefunden hatte. Und jetzt hat sich also herausgestellt, dass es doch möglich war, dieses Gutachten zu veröffentlichen, was wir sehr begrüßen. Der Wirtschaftsminister hat es veröffentlicht und es zeigt wohl auch laut Presseberichten, dass das, was wir schon erwartet und befürchtet hatten, nämlich dass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, obwohl das Projekt schon um 90% geschrumpft ist, es einfach nicht genug Interessenten gibt für diese Gewerbegebiete, dass es sich also nicht rechnet und dass es rausgeschmissenes Geld wäre. Das scheint sich da zu bewahrheiten. Jedenfalls ist das das Ergebnis dieses Gutachtens. Ganz generell möchte ich also nochmal zwei Dinge sagen. Zum einen, dass wir weiterhin der Meinung sind, dass derartige Gutachten sofort veröffentlicht werden, so schnell wie möglich, dass natürlich Datenschutz, Firmengeheimnisse dabei berücksichtigt werden müssen, die müssen halt entsprechend rausgenommen werden. Ansonsten muss sowas so schnell wie möglich veröffentlicht werden, damit man auch vor einer Debatte im Landtag zum Beispiel und vor einer Meinungsfindung und vor einer Abstimmung diese relevanten Gutachten sich durchlesen kann und die zur Meinungsbildung wirklich beitragen können im Parlament. Und zum Zweiten möchte ich sagen, dass dieses New Park-Projekt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus ökologischen und klimapolitischen Gründen schädlich wäre. Es würden Rieselfelder, alte Rieselfelder planiert werden, die naturschutzfachlich wichtig sind und die auch eine Kaltluftschneise bilden, durch die Kaltluft an heißen Sommertagen ins Ruhrgebiet strömen kann. Es gibt also eine ganze Menge Gründe neben den wirtschaftlichen Gründen, dieses New Park-Projekt endlich zu begraben.